Teddybär. Ein Hillybilly wächst heran. Ja, der war schon damals ein richtiger Frauenschwarm. So, wo kommen wir denn? Ach du Scheiße. Ich springe jetzt einfach mal. Oh, okay. Springt! Uiuiui. Flamme? Moment, mitnehmen. Nimm die Flamme. Will er nicht, okay. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Kiste mit Dynamit. Ach, verstehe. Okay. Auf zur Flamme. Entschuldigung, Leute, aber das sieht echt behindert aus, wie er da hochklettert. Ja, okay, ist... Naja. Flamme! Okay. Wo muss ich die Dynamit einsetzen? Die Dynamit? Moment, lass mich kurz überlegen. Dynamit. Wo kann das... Dahinter? Ah, verstehe, okay. Also, kurz nochmal Dynamit holen. Dann müssen wir das Dynamit ganz schnell dahinter bringen. Und vielleicht finden wir dann endlich die Souvenirs, die der gute Mann braucht. Der war auch vorhin ziemlich schnell wieder gut gelaunt, ja? Schnell hin! Renn weg! Like I said, there's no dying in the cave. Okay, gut. Guck mal, Souvenirs. Verfluchte Gitarre. Oh yeah. Gut, die haben jetzt eins. Dann nehmen wir mal den Hillybilly, unseren Frauenschwarm. Und willst du hier auch noch irgendwas nehmen? Nö, wir noch nicht. Okay. Gut, dann Hillybilly. Komm mal mit. Jetzt suchst du ein Souvenir. Schwimmen! Los, schwimm schneller! Ah. Schauspielpreis. Yeah. Schwimm, Hillybilly, schwimm! Haben die eigentlich Luft oder so? Oder können die ewig hier unten bleiben? Ich glaube, die können ewig hier unten bleiben. Das ist aber eine schöne Abwechslung mit dem Wasser. Also ich glaube, es wird noch richtig geil hier. So, dann bitte die 3. Für den Rumpel. Für den seltsamen. Ritter Rumpel, wer ist denn? Achso, Rumpel ist das andere. Verstehe. Zwillinge, kommt mal wieder her. Verfluchte Gitarre. Was? Wo sind wir hier? Aufzugsknopf. Ah, raus! Ah. Hui! Einmal nach oben. Was? Ich will ein Würstchen. Lecker. Hier kommen wir also nachher nach unten. Ein Würstchen. Das wird das seltsame, ein Würstchen. So, dann werden wir hier oben wahrscheinlich das dritte Exemplar finden. Ah, ein gigantischer Schatz. Und da ist ein Totenschädel. Hier wohl ein besetzter Schädel. Und die Wurst lassen wir liegen, falls der Schatzräuber zurückkommt und ein bisschen Hunger hat. So, na dann wollen wir doch mal... Eins. Dann nehmen wir unseren Hillybilly. Unseren Frauenschwarm. Denn wir müssen ja... Hier auch noch jemanden hinstellen. Sonst geht das Feld runter. Und jetzt mit der verfluchten Gitarre auf das Aufzugsfeld und den Hillybilly holen. Mit dem Schauspielpreis. Er klickt ja noch einmal auf den Knopf, bitte kurz. Auf den Knopf, bitte kurz. Und auf nach oben. So. Dann bringen wir den Hillybilly mal zurück. Ich hoffe, der Rest folgt mir jetzt, weil ich habe keine Lust, alle zurückzubringen. Ja, bitte, bitte, spring. Spring schneller. Lauf. Ups.
Na komm, folgt mir. So schwer ist das doch nun wirklich nicht. La 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 la. Huch, la la la. Sieht nicht so aus, als ob sie mir folgen würden. Bäh. Gibt's dafür vielleicht einen Befehl? Moment, ich schau mal kurz. Hilfe und Optionen. So wird gespielt. Aufheben, fallen lassen, Dinge kombinieren. Charakter. Es gibt sogar einen Koop-Modus. Ritter Unverwundbarkeit mit Q. Ist klar. Q Atem anhalten. Wissenschaftlerin. Wurfhaken. Also wir haben jemanden mit Unverwundbarkeit, wir haben jemanden mit Atem anhalten. Wir haben Geisterzwillinge, die können also Geister beschwören. Geil, der Mensch mit der Riesenwurst. Teleportation. Springen mit Space, C loslassen. Okay, das sind wir wieder am Anfang. Also jeder hat seine eigene Fähigkeit hier in dem Spiel. Und wir haben halt am Anfang drei ausgewählt. Sehr gut, da wusste ich die Fähigkeit nämlich nicht. So. Well, that's one trinket. Gut, dass sie uns verfolgt haben. So, Juwelenschädel. Ja, und die Zwillinge gibt es letzte. Maybe I didn't pay it. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Na, können wir jetzt da durch? Oh, right. Yeah. Sorry. Los, kommt, Freunde. Höhlentour to cave. Und jetzt, Moment, altes Schild. Haftungsausschluss für die Höhle. Durch Betreten der Höhle, die Höhle, stimmen Sie zu, die Höhle, inklusive die Muttergesellschaft, Almagamatet Aluminium Holdings, ist klar, und alle Tochtergesellschaften von die Höhle, ob real oder fiktiv, von der Haftung und bei allen körperlichen, emotionalen oder spirituellen Verletzungen, die nach dem Aufenthalt in der Höhle für einen Zeitraum von mindestens 1 bis maximal 5 Jahren auftreten, auszuschließen. Die Höhle ist zudem nicht verantwortlich für Schäden an oder Verlust, was? Die Höhle ist zudem nicht verantwortlich für Schäden an oder Verlust oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Kleidung. Verstehe ich nicht den hier. Zudem stimmen Sie zu, die Höhle, für jeglichen Schaden, den Sie in Ihrem Besuch anrichten oder auch nicht anrichten, zu entschädigen. Wieso nicht anrichten? Viel Vergnügen bei der Höhlenforschung. Ist klar. Okay, gut. Alles schön gelesen. Yay! Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Verwesende Leichen? Naja. So, Twins! Auf geht's! Whee! Und dann nehmen wir noch den Ritter seltsam. Der will ja auch noch durch. Einmal loslassen, bitte. Ups. Können wir hier irgendwie festhalten, dass das... Okay. Okay, gut, das war mir eigentlich schon fast klar, dass der jetzt stirbt, aber... Ach, Moment, verstehe, die Zwillinge. Ist das dann bei jedem anders? Nein! Kindermörder. Das bei jedem anders dann, Moment, der Hillbilly? Dass, sobald ich einen anderen Charakter nehme, auch sich die Level ändern. Das wäre ja ganz lustig. Der Ritter. Eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit für was? Ich hoffe, das ist kein Mädchen. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. So, jetzt können doch die Twins ihre Fähigkeit aktivieren, oder?
Aktiviert doch mal eure Zwillinge. Wir müssen doch erstmal von den Dingen runterkommen. Genau. Mit Q ihre... Ah, verstehe. Ja, die müssen ihre Zwillinge doch auch hier aktivieren können. Aktiviert doch mal eure Zwillinge. Ja, im Seil geht es nicht. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Alter! Moment, vielleicht geht das nicht aus. Wir nehmen einen Ritter. Ne, das geht ja auch nicht. Ich wollte jetzt den Ritter drunter stellen, weil der ja unsterblich ist. An... So, springt mal da wieder hoch. So, ihre Zwillinge können sie aktivieren. Wie kann ich denn die Zwillinge jetzt nutzen? Nochmal Kuh? Da sind sie wieder weg. Ach so, Moment, verstehe. Hier unten stellen wir die jetzt ab. Dann springen die wieder hoch. Springen wieder hoch. Ihre Zwillinge stehen da unten weiter. Hopp. Ah, nein, nein. Okay, wir müssen uns beeilen. Die Zwillinge verschwinden an der Zeit. Cool. Schneller, schneller. Spring, 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 spring. Nein. Alter, was ist denn das? Okay. Puh. Ich verstehe das jetzt nicht. Moment. Ich muss mal anders. Kuh? Hä? Was? Also wollt ihr mir sagen, sobald ich mich von den Zwillingen entferne, funktioniert das nicht mehr? Ja, wie soll ich denn hier durchkommen? Die können jetzt auch nichts mehr ausrichten, ne? Was konnte der hier noch machen? Ich schau noch mal kurz nach, was der kann. Hilfe und Optionen, so wird gespielt. Atem anhalten kann der, das bringt mir jetzt gerade nicht viel. Die haben Zwillinge. Die Zwillinge funktionieren auch. Moment, ich... Vielleicht, wenn ich jetzt... die Zwillinge aktiviere. Das sind die jetzt weg. Jetzt sind die Zwillinge weg. Moment, ich habe eine Idee. Das ist doch so ein Würfel. Nehmt doch mal den Würfel. Nehmt doch mal den Würfel. Zwillinge? Was ist denn jetzt passiert? Hui, seltsam alles hier. Also man... Also mit den Zwillingen, das funktioniert nicht. Hä? Wieso ist der jetzt abgegangen? Ich habe dir doch gar nicht erlaubt, zu weichen. So, kam ich hier irgendwie noch hoch? Gibt es jetzt hier irgendwas, was ich tun kann? Das kann ich nicht nehmen. Anscheinend gibt es hier...
Ach, Junge. Wie oft sollen wir denn noch sterben hier? So, anscheinend... Ja, klasse. Die stehen jetzt drauf. Dann nehmen wir den mal und springen mit dem mal runter. Dann nehmen wir, Moment, den Ritter. Wir stehen immer noch nicht, wie wir die Kiste hier nehmen sollen. Ach, okay. Du sollst das Ding nicht schieben. Ah, du sollst das Ding ziehen. Ah, perfekt. Wo bringt mir das jetzt am meisten was? Wenn ich den hier herstelle, springt er dann hier runter. Moment. Ups, das war ein Stück zu... Entschuldigung. Das war ein Koordinationsfehler. Toll. Wegen dem Meter stirbt er. Ja, das muss man natürlich auch erstmal wissen. So, du lässt das Ding mal wieder los. Okay, gut. Das Rätsel hätten wir gelöst. Ich bleib nur noch das Rätsel zu lösen, wie der da hochkommt. Ups. So. Hä? Nee, der andere ist doch auch gerade hochgekommen. Der Ritter ist zu fett. Das war halt so. Schieb, 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 schieb. Hopsala. Und hoch sind wir. Okay, das bleibt offen. Und die Zwillinge bitte. Dankeschön. Und whoops! Hey. So, wo geht's denn hier lang?